Die Eroberung Afrins und die Operation Olivenzweig sollen erst der Anfang sein. Der türkische Präsident Erdogan kündigt an, auch militante Kurden im Norden Iraks anzugreifen, falls die Regierung in Bagdad diese nicht selbst ausschalte. Das türkische Militär werde weiter östlich in syrisches Gebiet entlang der Grenze zur Türkei vorstoßen, sagte Erdogan. Ziele seien unter anderem die Orte Man Beach, Karmischli, den Einfluss der YPG zurückzudrängen. Es soll zudem verhindert werden, dass sich ein zusammenhängendes kurdisches Einflussgebiet vom Irak über Syrien bis in die Türkei bildet. Die türkische Armee kündigte an, um helfen zu können, auch im zweiten Brennpunkt des syrischen Bürgerkrieges in der Region Ostgeuta im Süden des Landes, litt die Zivilbevölkerung unter den Kämpfen. Zu Wochenbeginn flohen nach russischen Angaben tausende Menschen aus dem Gebiet, in dem islamistische Rebellen nach Angriffen der syrischen Armee offenbar kurz vor einer Niederlage stehen, sollte Ostgeuta vollständig fallen.